Der Energy Gast der Woche. Es ist Samstagnachmittag, Zeit für eine neue Runde Gast der Woche und heute begrüße ich eine alte Bekannte. Herzlich willkommen, Ariane Schröder. Servus, Ariane. Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich hier nochmal am Start sein darf. Sehr gerne. Es ist ja immer schön, wenn alte Leute wiederkommen und was Interessantes zu erzählen haben. Und ich glaube und bin mir sicher, dass es bei dir auch wieder der Fall ist. Du warst vor knapp 2,5 Jahren, haben wir vorhin gesagt, genau. Das letzte Mal hier. Ja, irgendwann Ende 2016 war es. Genau. Jetzt eben nochmal. Ich bin sehr gespannt, was sich seitdem getan hat. Ich glaube, es war einiges. Ja. Ja, es ist viel passiert. Du bist jetzt nämlich tatsächlich Kommunikationstrainerin für Bands. Ja, genau, so versuche ich das zu beschreiben. Es kann sich leider trotzdem immer noch nicht wirklich jemand was drunter vorstellen. Deswegen kann ich heute vielleicht ein bisschen erklären und aufklären, was sich da drunter verbirgt. Genau, versuch mal auf jeden Fall einen Einblick zu geben. Ist das jetzt ein, wie sagt man so klassisch, IHK-Beruf? Oder ist es einfach, hast du das selber für dich gefunden, dieses Feld? Oder wie kommt man da drauf? Das ist eine kreative Eigenkreativität. Ich habe lange überlegt, wie ich meine Tätigkeit, die ich so mache, am besten auf den Punkt bringen kann. Und da ich mich sehr viel mit Kommunikation beschäftige, in allen möglichen Verbindungen, habe ich gedacht, trifft es das am besten eigentlich. Und wie wird man das Ganze jetzt? Also hast du einfach gesagt, okay, ich bin jetzt Kommunikationstrainerin oder? Ja, theoretisch habe ich das für mich einfach so entschieden, dass ich das jetzt bin. Es gibt ja so freie Berufe, die einfach nicht geschützt sind. Das kann quasi jeder für sich so entscheiden, dass er das jetzt ist. Genau. Gelernt bin ich ja Kauffrau für audiovisuelle Medien. Auch da kann sich niemand was drunter vorstellen. Deswegen, die Berufsbezeichnung ist, glaube ich, nicht der entscheidende Faktor in dem Bereich, wo ich gerade tätig bin. Stimmt, davor warst du ja noch Physiotherapeutin. Auch das habe ich mal gemacht. Das ist mal ein Begriff, mit dem können viele was anfangen. Ja. Aber gut, wir werden noch ganz genau erklären, was du da natürlich machst. Vor 3 Jahren warst du bei uns und damals warst du ja noch Bloggerin. Richtig. Was ist dann seitdem passiert? Ja, ich habe das eingestellt, weil sich einfach die Zeit und das, was dann im Ende dabei rausgekommen ist, an Erfolg, wenn man das so bezeichnen mag, für mich nicht mehr im Verhältnis stand. Darum habe ich das eingestellt und mich einfach mehr auf diesen Coaching-Beratungsteil fokussiert, weil da einfach sehr viel Bedarf da war und hat sich einfach so in diese Richtung entwickelt. Auch damals hast du ja über Musik und Musiker eben gebloggt. Das heißt, die Liebe zur Musik und zur Unterhaltung ist immer geblieben. Die ist immer noch da, nach wie vor. Anderes Arbeitsfeld vielleicht so ein bisschen weg von dem rein schriftlichen, eher zu dem verbalen Austausch. Jawohl. Und wie eben dein Arbeitsfeld dann aussieht, darüber sprechen wir gleich. Noch viel mehr heute bei uns zu Gast Ariane Schröder. Sie ist Kommunikationstrainerin und zwar für Bands. Der Energy-Gast der Woche. Auch zum Nachhören auf energy.de. Der Energy-Gast der Woche. Bei uns heute zu Gast Ariane Schröder und sie ist Kommunikationstrainerin, aber nicht irgendwie für unser eins, also für Leute wie euch und uns, sondern ganz speziell für Leute, die nämlich gerne Musik machen. Sie ist Kommunikationstrainerin für Bands. Wie war denn jetzt da aber eben dein Werdegang? Also von der Bloggerin bist du dann, du warst in einem Musikstudio? Musikunternehmen, ja. Studio genau. Ist ja nicht dabei, aber quasi alles andere, also Vertriebsdienstleistung, Label, Service, Promotion, Agentur. Auch eine Beratungsabteilung haben wir mit dabei gehabt und da habe ich mich schon zur Ausbildungszeit sehr engagiert. Leider zeitlich nicht so intensiv, wie ich das gern gewollt hätte und deswegen habe ich gedacht, da Bedarf da ist, versuche ich das Ganze einfach auf selbstständiger Basis aufzubauen. Damals hast du schon eben vorhin gesagt, hast du die Ausbildung gemacht zur Kauffrau für audiovisuelle Medien. Genau, dankeschön. Das heißt, das ging 2 Jahre. Wie ging es dann weiter? Ja, ich habe dann noch eine Weile in dem Labelbereich gearbeitet fest. Dann haben wir uns aber entschieden, doch getrennte Wege zu gehen, weil ich da ein bisschen eine andere Vorstellung von der Tätigkeit habe, was da so passieren sollte. Und wie gesagt, wollte ich mich einfach in diesem Beratungsumfeld mehr ausleben, was halt in dem Unternehmen einfach nicht möglich war. Du hast ja dann auch das schöne Ländle, die Region verlassen. Ja! Warum? Das frage ich mich heute auch. Meine Familie wohnt ja im Norden bei Münster und der Weg ist natürlich nicht mal eben zum Kaffee gemacht und die Eltern werden nicht jünger. Da habe ich gedacht, zieht es mich doch wieder in die Heimat, sage ich mal in Anführungsstrichen, obwohl ich mich da nie wirklich zu Hause gefühlt habe. Und da ich aber meine Familie zu der Zeit, wo ich dann in Essen gewohnt habe, noch weniger gesehen habe, als zu der Zeit, wo ich in Stuttgart war, habe ich gedacht, hey, das ist voll der Unsinn gewesen. Ja, manchmal geh ist doch, der kürzere Weg halt doch der längere. Richtig. Ich gedacht, gehe doch wieder dahin, wo du dein Umfeld hast, deine Freunde, deine beruflichen Kontakte und dein wahres Zuhause, sage ich mal. Das heißt, die Region hat dich doch nicht so losgelassen? Nee, definitiv
nicht. Wie kam dann aber eben der Entschluss, jetzt Kommunikationstrainerin für Bands zu werden? Also wann reifte der Entschluss? War das schon eben damals in der Ausbildung oder kam das jetzt erst, als du wieder zurück warst? Ja, diese Idee, mich selbstständig zu machen im Musikbereich, schlummert schon sehr lange in mir. Und ich habe lange überlegt, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, wo ist Bedarf, was gibt es schon alles, wo kann ich mich platzieren? Und dann habe ich halt erstmal diese Ausbildung gemacht, um einfach noch mehr Hintergrundwissen zu finden, weil vieles kann man sich einfach nicht auf Hobbybasis aneignen und auch gerade die Kontakte zu den größeren Firmen kriegt man nur über Kontakte, die schon bestehen. Und alles andere war eigentlich so ein natürlicher Entwicklungsprozess dadurch, dass ich mich nach dem Bedarf in meinem Umfeld gerichtet habe. Du hast schon gesagt, in deiner Ausbildung damals war das so wirklich das, was dir am meisten Spaß gemacht hat, oder? Ja, auf jeden Fall. Und ich habe festgestellt, dass da einfach bei vielen Musikern und Bands große Lücken bestehen. Also quasi wie auch in einem normalen Bewerbungsverfahren gibt es immer die Fragen, wie formuliere ich ein Anschreiben, wer ist überhaupt der Ansprechpartner? Das gibt es natürlich auch alles auf der musikalischen Ebene. Wo finde ich ein passendes Studio, um mein Album aufzunehmen? Welches Label ist das Richtige, um mich zu vermarkten? Welcher Promoter hat die besten Kontakte? Wie finde ich diese Leute? Wie spreche ich die an, dass meine E-Mail nicht direkt im Papierkorb landet? Jawohl. Und wie man sie eben genau anspricht, darüber sprechen wir mit dir gleich noch viel mehr. Heute bei uns zu Gast nämlich Ariane Schröder, ihres Zeichens Kommunikationstrainerin für Bands. Der Energy Gast der Woche. Auch zum Nachhören auf energy.de. Der Energy Gast der Woche. Bei uns geht es heute ganz viel um das Thema Kommunikation, aber vor allem um die Kommunikation für und mit Bands. Es ist nämlich Ariane Schröder bei uns und sie ist Kommunikationstrainerin, eben für Bands. Und wir haben schon so ein bisschen drüber gesprochen, wie du dazu gekommen bist, was es da genau ausmacht. Warum braucht es aber eben genau eine Kommunikationstrainerin für Bands? Ja, Musik ist ja an sich schon ein großer Teil der Kommunikation. Man erreicht damit viele Leute. Es kommt nicht immer auf die Sprache an. Ja, wir hören auch im Radio, auch bei euch, viel englischsprachige Musik. Da versteht man auch nicht unbedingt jedes Wort. Aber die Emotion kommt rüber. Wenn man aber in einem professionellen Bereich arbeiten möchte und die Musik nicht nur als Hobby macht, da muss man aber noch ein bisschen mehr Know-how an den Start bringen an Kommunikation. Als nur gut singen zu können, genau. Und wie sieht es dann aus? Also was braucht es dafür alles? Eigentlich machen wir so diesen klassischen Bewerbungsprozess, den man jetzt auch kennt, wenn man sich in einem anderen Unternehmen bewirbt. Wir machen, ich sag mal, ein Analysegespräch und gucken erstmal, wo befindet man sich gerade, an welchem Punkt, wo möchte man langfristig hin und was sind so die Zwischenschritte auf dem Weg dorthin? Welche Partner braucht man, welche hat man schon und wie kann man mit denen am besten kommunizieren, um dann effektiv voranzuschreiten? Und das heißt, wie läuft es dann bei dir ab? Also die Bands schreiben dich an, sagen, hey, wir könnten Hilfe gebrauchen. Was passiert dann genau? Genau, also in der Regel kommen die Bands auf mich zu. Manchmal versuche ich auch gezielt, Leute anzusprechen. Ich bin ja ein sehr umtriebiger Mensch. Man findet mich abends auf diversen Konzerten. Und wenn ich dann denke, hey, da ist Potenzial da, da könnte aber hier und da noch ausgebaut werden, dass es einfach flüssiger vorangeht, dann versuche ich auch von meiner Seite auf die Bands oder Musiker zuzugehen und zu sagen, hey, wenn ihr Interesse habt, lasst uns doch einfach mal ein Bierchen trinken. Was macht denn gute Kommunikation für dich aus? Dass einfach klar formuliert wird, was man möchte. Das finde ich ganz wichtig, weil gerade bei den Anschreiben, die ich so bekommen habe, zu Labelzeiten waren die doch teilweise sehr ausführlich, aber auch sehr inhaltslos. Also man hat nicht wirklich klar kommuniziert, was möchtest du überhaupt von mir? Ja, ist so ein bisschen politisch lange Rede, aber irgendwie wenig Sinn. Wenig Sinn, genau. Das heißt, das sind so ein bisschen auch Beispiele wahrscheinlich, wo es hakt. Ja, genau. Dass die Leute einfach nicht auf den Punkt kommen und nicht wirklich das sagen, was sie wollen, oder? Ja, es ist ja, glaube ich, auch grundsätzlich oft einfacher, über jemand anderen zu schreiben oder zu reden, als über sich selber. Ja, jeder hat irgendwie schon mal eine Bewerbung geschrieben und gedacht, ja, was sind meine Stärken? Was schreibe ich denn jetzt da rein? Wie präsentiere ich mich denn wirklich erfolgreich, um dann auch beim Gegenüber dieses Bild zu erzeugen, was ich von mir selber vielleicht im Kopf habe. Was bei dem anderen ankommt, kann man natürlich nicht beeinflussen, aber man kann das, was man rausbringt, möglichst gut zusammenfassen. Das klingt tatsächlich, als wäre das ein Problem vor allem der Jugend oder der Jüngeren, oder? Weil wirklich, also Bewerbungen schreiben war ja früher quasi Standard. Dass es jetzt so schwierig ist, ist das ein Problem der Zeit quasi? Also, dass man das inzwischen einfach nicht mehr kann? Nee, ich glaube nicht, dass das ein Problem des
Alters oder der Generation ist. Das ist vielleicht, kann man es unterteilen, dass den Älteren vielleicht das einfacher fällt, so an professionelle Partner ranzugehen. Dafür ist diese Präsentation auf den ganzen Online-Medien für die ältere Generation deutlich schwieriger, wo auch ich helfend dann zur Seite stehe. Das heißt, würdest du sagen, bei den Bands liegt einfach der Fokus anders inzwischen, oder? Ja, ich glaube, dass es einfach so ein bisschen ein unangenehmer Teil ist, mit dem man sich nicht so gern beschäftigt und dann schnell mal einen raushaut, vielleicht auch die gleiche E-Mail an 20 Leute schickt und nicht zielgerichtet oder man sich vorher nicht mehr mit der Person gegenüber beschäftigt, die da vielleicht die E-Mail dann öffnet. Jetzt gibst du da den Bands Tipps, Unterstützung, Hilfe, greifst ihnen unter die Arme. Woher hast du die Erfahrung dafür? Also warum bist du quasi Expertin dafür, wie man weiß, wie das läuft? Weil ich sehr oft schon auf der anderen Seite des E-Mail-Verteilers gesessen habe und diese E-Mails dann durchgelesen habe. Und das kostet natürlich immer sehr viel Zeit, diese ganzen E-Mails zu lesen. Man kriegt ja auch nicht 5 am Tag, sondern eher 50. Und wie ein normaler Personalberater auch, fliegt man da kurz drüber. Und wenn man nicht hängen bleibt, dann ist es uninteressant. Und man freut sich natürlich immer, wenn man die wichtigsten Fakten direkt auf einen Blick hat mit einer klaren Aussage, hey, ich würde mir das und das von dir wünschen oder das brauche ich gerade, kannst du mir weiterhelfen? Der Energy Gast der Woche. Auch zum Nachhören auf energy.de. Der Energy Gast der Woche. Bei uns heute zu Gast Ariane Schröder. Sie ist Kommunikationstrainerin und zwar für Bands. Wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, wie du da genau vorgehst, warum du das Ganze überhaupt machst. Jetzt bist du aber noch relativ neu, glaube ich, auf dem Markt, oder? Wie lange gibt es jetzt eben dieses Kommunikationstrainingsangebot? Offiziell in vollem Umfang seit April, aber ich mache das ja schon seit gefühlt Jahren so immer nebenbei. Aber jetzt ist professionell und offiziell quasi. Offiziell und professionell seit April. Seit ein paar Monaten, okay. Wie sieht dann dein Alltag da genau aus? Also wie läuft es ab? Ja, das kann man gar nicht so klassisch festlegen. Einen sehr unstrukturierten Tagesablauf. In der Regel stehe ich so zwischen 8 und 9 auf. Bin schon eher der Frühaufsteher. Ich liege nicht bis um 11 oder 12 im Bett. Dann schaue ich, was es so an E-Mails gibt. Versuche meine Social-Media-Kanäle zu füttern, um da als gutes Beispiel voranzugehen. Und genau, dann gucke ich, was so an E-Mail-Anfragen reingekommen ist, wo ich vielleicht noch was beantworten muss, was vielleicht die letzten Tage noch liegen geblieben ist oder wo ich nochmal nachhaken muss. Manchmal muss man noch den einen oder anderen Tritt in den Hintern verpassen von Dingen, die noch nicht erledigt wurden. Wie viel Disziplin braucht es auch, um eben selbstständig sowas zu machen? Also ich glaube, ich würde jeden Tag, wenn ich müde bin, erstmal noch länger schlafen und dann irgendwann aufstehen. Ja, ich bin da erstaunlich diszipliniert. Das hätte ich auch nicht vorher gedacht. Das war auch einer der Gründe, warum ich es doch relativ lange vor mich hergeschoben habe, diesen Schritt zu gehen. Jetzt sprechen wir die ganze Zeit über Kommunikation. Was hast du da aber alles eigentlich im Angebot? Also es ist ja nicht nur Kommunikation eben von Angesicht zu Angesicht. Du hast schon gesagt, du hilfst denen auch teilweise Formulare zu erstellen oder eben Anschreiben zu erstellen. Was machst du jetzt alles im Bereich Kommunikation? Relativ viel. Also in der Regel richte ich mich nach dem Bedarf. Also ich versuche das Ganze mal so ein bisschen begleitend zu machen und nicht komplett abzunehmen, damit es auch so ein bisschen so einen Lerneffekt hat, weil das würde ich zeitlich auch gar nicht schaffen, jetzt irgendwie 50 Social Media Accounts zu betreiben. Versuche dann einfach das im gemeinsamen Prozess zu machen, dass man schaut, okay, welche Zielgruppe habt ihr? In welchen Gruppen könnt ihr euch rumtreiben, um neue Fans anzusprechen? Welchen Content könnt ihr neben der reinen Musik noch erstellen, der trotzdem interessant ist? Und dann gibt es halt diese Zwischenschritte, je nachdem, an welchem Punkt der Karriere man sich gerade befindet. Ob brauche ich ein Studio, brauche ich ein Label, brauche ich einen Vertrieb? Dass man guckt, okay, wer ist der passende Partner? Dass man dann entweder das Gespräch vorbereitet oder sogar gemeinsam dann hingeht oder sich ans Telefon setzt. Als Kommunikationscoach ist es ja so, dass man eben auf irgendwas immer hinarbeitet, hintrainiert ja eben, deswegen auch der Trainer. Wie ist es dann bei dir? Hat man dann auch quasi eine Art Mitgliedschaft über ein Jahr, wo man halt dann eben sagt, okay, die und die Ziele setze ich mir und dann guckt man in dem Jahr, ob man das erreicht hat und überlegt dann, ob man es weitermacht oder wie funktioniert das bei dir? Also im Idealfall gibt es so ein monatliches Abo, was man theoretisch abschließen kann, weil ich es schön finde, Bands und Musiker auch langfristig zu begleiten, weil es mich natürlich freut, diese Fortschritte und die Entwicklungen auch mitzubeobachten und man natürlich wesentlich effektiver arbeiten kann, wenn man das langfristig aufbaut. Wenn jetzt jemand
jemand mit einem konkreten Problem kommt, kann man natürlich auch so, sagt man, eine Einzelsitzung machen, dieses konkrete Problem abarbeiten. Jetzt hast du ja schon die Punkte genannt, die eben aus deiner Sicht wichtig sind für eine gute Kommunikation. Warum sind die aber wichtig? Ja, ohne Kommunikation funktioniert nichts. Meine gute Bekannte Ariane Wilikonski sagt immer, man kann nicht kommunizieren, man kann aber sehr schlecht kommunizieren. Und damit macht man sich einiges auf dem Karriereweg kaputt oder man kommt halt gar nicht von der Stelle. Der Energy Gast der Woche. Auch zum Nachhören auf energy.de. Der Energy Gast der Woche. Ja, das Interview mit Ariane, das neigt sich leider auch schon langsam dem Ende zu, aber ein paar Fragen habe ich noch natürlich, bevor du wieder entlassen wirst. Zum einen, jetzt gibt es dich eben seit ein paar Monaten, seit April hast du gesagt, was sind jetzt die weiteren Ziele? Wahrscheinlich erstmal aufbauen und schwimmen lernen, oder? Richtig, genau. Das Ziel ist natürlich, möglichst viele Bands an den erfolgreichen Weg zu bringen und ja, dann mal schauen, was daraus wird. Ich passe mich so ein bisschen dem Bedarf an. Ich kann nicht sagen, wo sich das Ganze hin entwickeln wird. Bin da auch relativ offen. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Ja, drück mal die Daumen, dass es so wird, wie du es dir vor allem wünschst. Apropos Wünsche, was wünschst du dir denn für die Zukunft? Dass jetzt Millionen Anfragen kommen oder dass lieber mehr Bands schon gute Kommunikation drauf haben? Ich wünsche mir, dass ich sehr viele Fehler, die in der Vergangenheit bei einigen Künstlern und Bands passiert sind, dass ich die einfach verhindern kann, weil die oft teuer bezahlt werden müssen. Viele Bands einfach sogar dran zerbrechen, was ich sehr schade finde. Genau. Und wenn ich das verhindern kann, dass sowas passiert in Zukunft, dann bin ich schon sehr, sehr glücklich. Jetzt ist es ja aber so, es gibt ja, ich weiß nicht, wie viele Bands hier in der Energy-Region, Hunderte, Tausende vielleicht. Die werden ja nicht alle jetzt so professionell werden, dass sie dann plötzlich wirklich durchstarten. Trotzdem, was ist da so das Ziel? Also gibt es irgendwie eine Zahl, wo du sagst, die Zahl an Bands, dann wärst du zufrieden? Ich glaube, das kann man gar nicht unbedingt in Zahlen formulieren. Da ist ja der Aufwand auch immer sehr unterschiedlich. Es liegt immer am Bedarf der Band. Also selbst wenn eine Band jetzt nur hobbymäßig Musik macht, aber trotzdem Beratung wünscht, würde ich jetzt sagen, nee, das ist unter meinem Niveau. Da will ich nicht mitarbeiten. Also mir ist der Sympathiefaktor sehr wichtig, dass man eine wertschätzende, vertrauensvolle Zusammenarbeit hat. Alles klar, das klingt auch sehr sympathisch und sehr positiv von dem her. Wie kann man sich jetzt über dich informieren, wenn man neugierig geworden ist? Ja, ich habe eine Webseite, die kann man finden, arianeschröder.com oder Facebook. Und Schröder wahrscheinlich mit OE. Richtig, so wie das im Internet heute funktioniert. Immer so ist, genau, mit diesem neuen Medium. Genau. Instagram hast du auch, oder? Habe ich auch, ja. Also überall vertreten? Ja, relativ überall. Gibt kaum einen Weg vorbei. Wer kann sich jetzt genau an dich wenden? Du hast gerade schon gesagt, also auch Hobbybands, wer noch? Ja, theoretisch jeder, der Musik macht, egal ob Hobby oder professionell, der einfach Interesse daran hat, das Ganze ein bisschen aufzubauen oder effektiver, zeitsparender zu gestalten. Wenn er meint, da kann man noch was rausholen, aber er weiß nicht, alleine weiter dann. Gerne eine E-Mail schreiben oder den Telefonhörer greifen. Freue mich über Kontaktaufnahme. Jawohl. Dann drückt man dir ganz herzlich oder ganz kräftig vor allem auch die Daumen, dass es tatsächlich jetzt auch viele, viele Anfragen gibt und dass es jetzt so richtig durchstartet. Ich sag Dankeschön. Ich auch, Ariane. Bin sehr gespannt, wo wir uns in 3 Jahren dann wiedersehen und wieder hören werden. Ja. Komm dann gerne nochmal vorbei. Jawohl, auf jeden Fall. Das war also Ariane Schröder, ihres Zeichens Kommunikationstrainerin und zwar ganz speziell für Bands. Also wenn auch ihr eine Band habt und vielleicht Kommunikationsbedarf oder eben das Ganze ein bisschen verbessern, ausbauen wollt, dann könnt ihr euch gerne an sie wenden. Das war der Gast der Woche für diesen Samstag. Wenn ihr wollt, hören wir uns nächste Woche wieder wie gewohnt zwischen 4:15 und 4:05. Und den Podcast zum Nachhören von Arianes Interview, den gibt es natürlich auch, wie immer bei uns auf der Homepage. Einfach reinklicken auf energy.de und an die Region Stuttgart. Der Energy Gast der Woche. Auch zum Nachhören auf energy.de.